So, meine Kinder der dunklen Macht, es geht weiter. So, das wird jetzt mein Standardspruch in diesem Let's Play. Oder allgemein mein Let's Play jetzt. Okay, irgendwas konnte man noch untersuchen. In die Türen vielleicht. Irgendwas konnte man doch noch untersuchen, hallo? Es kann nicht sein, dass jetzt vorbei ist. Gleich draußen? Hm, sehen wir uns das mal an, wenn wir draußen sind. Okay. Ah, dazu will auch was sagen. Der Weg hier führt zu einer Brücke. Der einzige Weg ins Schloss. Merkt ihr das, Roxas? Eine riesige Hasshose könnte nur von hier aus angreifen. Oh, das war eine Anmerkung. Das wird auch passieren. Okay, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Hast du jetzt gesagt, am Ende musst du gegen einen riesigen, verfickten Herzlosen kämpfen. Was kann ich noch untersuchen? Was kann ich noch untersuchen? Fällt mir eigentlich nur eins ein. Die hier. Wieso eigentlich noch Kampfesmusik da, aber egal. Okay, das kann ich noch nicht untersuchen. Okay, Saldin. Ich weiß, wo ich glaube ich hingehen muss. Das liegt immer noch hier rum. Einmal in den Kreis laufen, um sicher zu gehen, dass ich hier nichts vergessen habe. Okay, ich habe hier nichts vergessen. Dann gibt es nur eigentlich nur einen Raum, wo ich jetzt eigentlich noch hingehen kann. Zu Belle. Okay, gehen wir mal zu Belle. Vielleicht findet man da noch was raus. Darf nicht entdeckt werden. Drehe ich noch um? Nein. Was ist Roxas? Ich will zurück. Diese Belle, was glaubst du, warum sie hier ist? Glaubst du nicht, sie ist nur eine Gefangene? Den Eindruck hatte ich nicht, außerdem wollte sie ihm helfen. Dem Biest helfen? Ach, wenn ich ein Herz hätte, würde ich jetzt lachen. Du siehst aus, als läge dir noch etwas auf den Herzen. Es geht um Belle. Sie ist dem Biest offensichtlich wichtig. Die Diener scheinen sich mehr Sorgen um sie zu machen als das Biest. Die scheinen der Meinung zu sein, sie wäre ihrem Herrn wichtig. Ja, aber auf welche Art? Auf die sexuelle Art. Genug spekuliert. Wir haben, was wir brauchen. Wir sollten dringend zurückkehren. So, dann haben wir das auch erklärt. Jetzt könnt ihr aber zurück. Okay, jetzt können wir wirklich direkt zurück. Ach, ich will aber alles komplett machen, deswegen. Es gibt auch Let's Player, die machen das nicht komplett und spielen jetzt einfach so komplett, einfach so ganz stumpf durch, aber. Warte, wo? Von wo? Ach so, ich kam hier von da drin. Wo ist das Loch? Hier. Also es gibt ja Let's Player, die spielen das einfach nur so stumpf durch, ohne irgendwie was komplett zu machen. Ich gehöre zu den Let's Playern, die alles komplett machen wollen. Hab auch ein besseres Gefühl danach. Du bist früh dran. Die Arbeit war heute einfach.
Axel ist wohl immer noch auf dieser geheimen Mission, was? Anscheinend schon. Und wo hast du dein Eis rausgeholt? Egal. Die Wiederfrage ist einfach nicht. Und wo haben sie dich hingeschickt, Roxas? Zum Schloss des Biestes mit Missaldi. Kannst du dich an das Wesen da erinnern, Shion? Den Schlossern, ja. Ich habe herausgefunden, warum er die Herzlosen bekämpft. Er beschützt etwas. Echt? Ja, aber als Halden sagt, das wäre eine Schwäche. Warum ist es eine Schwäche, sich um etwas zu sorgen? Keine Ahnung, hab ich auch nicht verstanden. Okay, ihr hört irgendwie nicht mal darüber weiter, oder was ist los? Ich hoffe, Axel kommt bald zurück. Themawechsel ist klar. Shion hat irgendwie keinen Bock mehr mit Roxas zu reden, oder wie? Okay, Stufe 3 mal bekommen. Luftgrätsche, damit können wir länger Luftgrätsche machen. Tag 149. Verschiedene Geister. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Sichtbar. Okay, das war DMX. Ich werde jetzt die Luftgrätsche ausrüsten, meine ich. Luftgrätsche, wo ist Luftgrätsche? Luftgrätsche, hallo? Achso, da. Speichern wir ab. Okay, jetzt noch den Bericht lesen. Axel ist ewig weg, also essen Shion und ich unser Eis allein. Ihr seid nicht allein. Ach, als ich zusammen mit Saladin das Schloss des Biestes erkundet habe, fanden wir was, das ihm am Herzen liegt. Saladin sagte, das wäre eine Schwäche. Aber ich weiß nicht, ich habe so etwas nicht. Das macht die Sache für mich schwer zu verstehen. Ja. Bisschen. Okay. Shion, sie arbeitet bestimmt wie immer. Ist ja schön für sie, aber das lässt mich noch fauler aussehen. Nein, du bist faul. Es scheint einen Hochstapler im Organisationsmantel zu geben. Was? Verlierst du deinen Biss, Roxas? Trainier etwas in Mission 36. Mit 100 Punkten hast du's. Es gibt auch eine Belohnung. Achso, das mit Film? Nee, ich will die Belohnung nicht. Ich habe keinen Bock, das hier zu machen. Ich schicke dich heute in eine neue Welt. Halloween Town. Ja, Mann, Halloween Town, yay. Besiege die Herzlosen in der neuen Welt. Oh, Stufendoppler. Gut. Ich mag Halloween Town so sehr. Erstmal die Musik genießen. Und yay. Halloween Town. Jack Skellington. Ach, ich mag die Welt so sehr. Ich weiß nicht, aber die ist einfach so geil. Man sieht ja, ich bin ein Kind der Dunkelheit. Nein, etwas fehlt noch. Wie ihr, meine Zuschauer. Etwas Neues muss her. Etwas Unverbrauchtes. Dieses Halloween soll ein echtes Spektakel voller fantastischer Schrecken werden. Es muss etwas geben. Und da sind wir. Halloween Town, die beste Stadt. Ich mag die in Kingdom Hearts am meisten, weil die einfach nur abgeht. Bei Kingdom Hearts 2 war das scheiße. Achso, diese Käfer können irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, warum die so da sind. In Halloween Town, also in Kingdom Hearts 2, das mit dem Weihnachtsmann, das war eigentlich auch schon geil. Das sind Bomben. Damit kann man Gegner ausschalten, wie den hier. Ist er gerade in der Explosion noch gefangen? Egal. Das ist nicht mein Problem.
Ach, das sind Eisbomben. Die explodieren, wenn man nicht aufpasst. Willst du mich gerade verarschen? Und wo kommt das Insekt jetzt? Insektchen. Ey, du bist der Wahre. Ach ja, deswegen sind diese Bomben da. Das ist für diese Eisbomben. Damit sie sterben. Seht ihr? Nee, da gehen wir gleich rein. Wir sollen aber erst Herzen sammeln. Okay, da haben wir das auch. Das war ein kurzer Prozess. Es gibt drei Schätze hier. Wenn ich das richtig sehe. Ach, ich mag die Welt. Das ist meine Favoritenwelt, aber richtig. Heilen. Da fehlen noch welche. Wusste ich doch. Okay. Haben wir dann auch? In der Mitte kommen auch bestimmt irgendwelche Gegner. Ich wusste es doch. Warte, ich habe eine Idee. Ich benutze die Bombe. Ich muss jetzt dahin locken. Kommen noch Gegner hier? Da fehlen mir noch welche. Ey, da fehlen mir noch welche noch. Das sehe ich doch. Das sieht gruselig aus. Aber geil. Okay, du kannst nicht durch dieses große Loch durch. Anscheinend gibt es keine mehr dann. Schade, ich hätte noch Bock, irgendwie Herzlosen zu killen. Naja. Warte, kommen jetzt nicht gleich die Geister? Ja, die Geister. Verdammt, das hat gerade geleckt. Geschafft. Das hat gerade richtig geleckt. Ah, das ist ein... Ah, okay. Geschafft. Okay, ich hab dann alles. Schade, dass man das nicht sehen konnte, dass die Gegner hier kommen. Kacke.
Oh, ich will das Ding da oben haben. Hab ich. Okay, dann ich hab dann alles. Raus hier. Ich glaube, nachdem ich das eingestellt habe, dass das nicht mehr so langsam ist, ist es. Kann man die Katzen nicht mehr, also die Monstererscheinung nicht mehr so sehr sehen. Ich glaube, und gleich kommt noch etwas, was uns gleich noch besuchen wird. Kommt es nicht gleich jetzt? Nein, dann jetzt nicht. Zurück zum Schloss, ja. Ach doch, doch, jetzt kommen die. Physiosaurus? Was? In your face! Bams! Und Roxas hat keine Verletzung reingelegt. Ich diese drei sogar hasst. Die sind weggerannt. Was zur Hölle sollte das? Ich bin sauer. Oder doch nicht? Ich sollte zurückkehren. Da sind kleine dumme Menschen, Roxas. Das sind kleine dumme Menschen. Irgendwas richtig Schreckliches, Spannendes. Was war das? Ein unheimlicher Rauchwirbel. Kurz da und gleich wieder weg. Etwas Unbekanntes an einem bekannten Ort. Erst da und dann plötzlich weg. Heurika! Ihr drei kleinen. Das hat Spaß gebracht. Wer das wohl war? Keine Ahnung, auch egal. Wenn ihr ihn wiedersehen, bekommt er wieder Saures. Lacht euch weg, ihr kleinen Spackos. Und was hast du. Was ist das? Hey, sieh dir das mal an. Ein hässliches Kind. Bisschen Eis essen, hey. Hey, Roxas. Axel, du bist zurück. Ja, bin gerade nach Hause gekommen. Ist noch ein bisschen schön zu Hause. Wie geht's? Wo ist Shion? Sie ist noch nicht da. Mist. Ist schon ganz schön spät. Sonnenuntergang, das sieht ihr gar nicht ähnlich. Was ist passiert? Hat Shion Depressionen ohne ein Herz? Wie konnte er das sagen? Ach, hier kommt es jetzt? Er hat Unrecht. Das ist keine Lüge. Wer war der Typ? Ich weiß es. Rutschattacke ermöglicht dir schnell auf ein Ziel zuzubewegen und ganz anzugreifen. Okay. Tag 150. Angst. Angst ist sehr schlimm. Ihr alle kennt ihn und liebt ihn. Gib mir noch eine Chance. Wir können uns nicht leisten, dir noch weitere Chancen zu geben. Du bist ein Fehler, den wir besser nie begangen hätten. Das war kalt. Shion, was ist passiert? Im nächsten Part.